Ja, es ist 19 Uhr und ich darf Sie und euch recht herzlich begrüßen zu unserem nächsten Infoabend zurück auf den Platz. Seit letzten Mittwoch, seitdem die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammensaßen, haben wir wieder eine Perspektive. Wir dürfen wieder auf den Platz. Nicht alle im gleichen Modus. Und genau deshalb wollen wir heute euch weiterhelfen, wie das aus unserer Sicht gehen kann. Wer ist heute hier? Mein Name ist Florian Frenz. Ich bin Abteilungsleiter für den Bereich Qualifizierung und Leistungssport. Ich darf heute die Begrüßung machen und bin nachher für euch am Chat auch verfügbar. Als zweites darf ich nachher meinen Kollegen Frank Thumm, unseren Hauptgeschäftsführer, begrüßen. Er wird die Rahmenbedingungen nochmal abstecken. Er wird darauf eingehen, welche gesetzlichen Vorgaben es gibt, was genau im Papier auch drinsteht, das beschlossen wurde, das wir übrigens auch erst selber seit Sonntagabend oder Sonntagmittag bekommen haben. Und seit gestern habt ihr ja vielleicht auch die FAQs, die wir schon rumgeschickt haben, gelesen. Da sind noch ein paar Punkte offen, da sind ein paar Punkte strittig. Und deshalb wollen wir heute Abend genau darauf eingehen. Danach machen wir eine ganz kleine Pause, wollen eure Fragen etwas sortieren, wollen die Fragen bündeln. Und dann wird Frank nochmal die wichtigsten aufgreifen und wird sie dann live hier auch nochmal beantworten. Also stellt uns ruhig eure Fragen. Im Vorfeld gab es schon die Möglichkeit, im Formular Fragen zu stellen. Das wurde auch schon reichlich genutzt. Die Fragen sind schon hier eingegangen in den heutigen Abend, wo wir nachher darauf eingehen werden. Aber sie sind auch in unseren FAQs schon niedergelegt. Die werden wir nachher auch nochmal verlinken, sodass ihr die auch nochmal wiederfindet. Nach der Pause wird dann der Ali Stoppel noch ins Bild kommen, hier vorne an die Kamera, und er wird ein paar praktische Tipps geben, auch für den Ablauf. Wie mache ich das dann, wenn die Kinder auf den Platz kommen? Wie kann ich das ein bisschen organisieren? Was kann ich als Trainer auch machen, um dann nachher wirklich ein gutes Training zu machen, das aber den Vorgaben entspricht? So soll der Abend heute ablaufen. Wir werden ungefähr uns 60 Minuten, eine Stunde haben wir uns überlegt, also ein bisschen weniger wie ein Fußballspiel, soll das Ganze gehen. Und zum Team gehört noch die Anna Mestaler, die für uns den Chat auch betreut. Also fragt ruhig, was euch auf dem Herzen liegt. Vielleicht hört euch nochmal an, was der Frank die ersten 20 Minuten sagt. Dann werden sich sicherlich viele Fragen klären. Und dann, wenn dann noch was offen ist, fragt uns und ihr bekommt möglichst zu allem heute noch eine Antwort. Oder wir nehmen das Ganze aber auch in die FAQs auf, sodass dann da auch ab morgen, übermorgen die aktualisierte Fassung vorliegt. So viel von mir vorneweg. Herzlichen Dank für euer Interesse. Wir sind heute mit sehr vielen Leuten unterwegs. Das freut uns sehr. Das Interesse ist groß. Der Bedarf offensichtlich auch an Antworten ist groß. Und deshalb darf ich nur dich, Frank, bitten, zu übernehmen. Und ich wünsche euch allen viel Spaß und informative Stunden. Danke. Ja, vielen Dank, Florian, für die Einführung und auch von mir ein herzliches Willkommen. Der Florian hat es angesprochen. Seit dem 3.3. gibt es jetzt nun erstmals wieder eine Perspektive für den Amateurfußball, auf den Platz zurückzukommen. Und das nach einem ziemlich genau viermonatigen Lockdown im Amateurfußball. Wir mussten, und damit gehen wir gleich zum ersten Chart und fangen ganz links an. Wir mussten ja Ende Oktober, wir haben es schon einige Tage vor dem 2.11. gemacht, leider darüber informieren, dass der Ball nun ruht aufgrund der Beschlüsse der NPK. Die zweite Welle hat sich damals angedeutet und wir waren in der Situation, Entscheidungen treffen zu müssen. Und seitdem ruht nun der Ball jedenfalls im Amateurbereich unterhalb der Regionalliga. Und jetzt gibt es erstmals seit der letzten Woche Perspektiven. Die NPK hat gemeinsam mit der Bundeskanzlerin insgesamt 5 Öffnungsschritte beschlossen, die natürlich nur zu einem kleinen Teil den Fußball betreffen, ganz überwiegend eigentlich den Handel und die Dienstleistungen. Und deshalb habe ich dieses Schaubild, das Sie sicherlich schon kennen aus den Medien, mal versucht ein bisschen zu reduzieren, nämlich auf die Punkte, die jetzt für uns heute im Sport tatsächlich relevant sind. Ich habe außerdem die ersten Öffnungsschritte direkt weggelassen, weil die im Moment nicht mehr relevant sind. Wir befinden uns jetzt bereits am 8.3. und das war der gestrige Montag, sodass wir jetzt den Blick nach vorne werfen wollen.
Wir wollen uns heute ganz auf den dritten Öffnungsschritt auch konzentrieren. Wir hoffen natürlich alle sehr, dass die weiteren Öffnungsschritte 4 und 5 und darüber hinaus dann irgendwann in die Normalität, wie wir es mal kannten, auch kommen. Aber das ist ehrlicherweise Zukunftsmusik und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir den dritten Öffnungsschritt gut über die Bühne bekommen, dass wir nicht wieder zurückfallen, sodass wir uns dann mit den weiteren Möglichkeiten erst später befassen würden. Irgendwann natürlich mit dem Ziel, dann auch in den Spielbetrieb zurückzukommen. Heute also ganz der Fokus auf das, was seit dieser Woche, seit gestern gilt und was das Land Baden-Württemberg eben aus den Beschlüssen auf Bundesebene gemacht hat. Denn im Grunde genommen sind die Beschlüsse, die dort gefasst wurden in Berlin oder auch per Videokonferenz wie heute, sind nur Rahmenbedingungen, Eckpunkte, die dann jeweils noch durch Landesrecht ausgefüllt werden müssen. Und was das Land Baden-Württemberg aus diesen Beschlüssen gemacht hat, wollen wir Ihnen heute jetzt eben vorstellen. Das Land Baden-Württemberg hat über das Wochenende die Corona-Verordnung fortgeschrieben und auch notverkündet, so wie das zuletzt ja immer erfolgte. Und das Land Baden-Württemberg macht zunächst folgende zentrale Unterscheidung. Wir schauen zum einen auf die Kinder unter 15 Jahre. Für die gibt es andere Regelungen als für die Jugendlichen und Erwachsenen ab 15 Jahre. Das ist so die erste große Unterscheidung, ganz wichtig. Profane Frage, also sie kam aber jetzt einige Male, wer ist unter 15 Jahre? Das sind alle Kinder, die noch nicht den 15. Geburtstag gefeiert haben, so möchte ich es jetzt einfach ausdrücken, ganz einfach. Und es sind insbesondere nicht alle Kinder, die unserer U15, also dem älteren C-Jugendjahrgang angehören. Und das heißt, für Sie in der Praxis leider auch, Sie müssen tatsächlich tagesaktuell unterscheiden und tagesaktuell im Grunde genommen auch dann festlegen, wer in welche Gruppe gehört. Und um es ganz konkret zu machen, wenn wir jetzt heute vom 9.3. ausgehen, wären das alle Kinder, die am 10.3.2006 und später geboren sind. Die fallen also in die Kategorie unter 15 Jahre. Wer dann die sind, die ab 15 Jahre einzuordnen sind, brauche ich nicht erklären. Das sind eben alle, die dann davor geboren sind. Das ist so die erste Unterscheidung, die für Sie sehr wichtig ist. Nochmal, ich halte fest, nicht unser U15-Jahrgang im Sinne von älterer C-Jugendjahrgang, taggenaue Erfassung des Lebensalters. Und dann sieht die Corona-Verordnung eben genau für diese Gruppe der Kinder unter 15 Jahre gewisse Privilegierungen vor. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das der Fall, wieso gibt es da eine Unterscheidung? Darüber können wir jetzt nur ein Stück weit spekulieren, aber es liegt sicherlich nahe, dass man die Infektionsgefahr oder auch das Risiko, schwer zu erkranken, bei Kindern als geringer einschätzt und zum anderen in der Abwägung sicherlich auch nochmal stark berücksichtigt hat, dass eben dieses Sporttreiben, die Bewegung in der frischen Luft, das Zusammenkommen in der Mannschaft für Kinder nochmal eine herausgehobene Bedeutung hat und ein besonderes Gewicht hat, gerade vor dem Hintergrund der langen Schulschließungen, sodass da jetzt eben Handlungsbedarf bestand, der vielleicht nicht in gleicher Weise besteht bei Jugendlichen und Erwachsenen. Und was gilt nun bei Kindern unter 15 Jahren? Erstmal die gute Nachricht. Überall dort, wo wir jetzt keine stabile Inzidenz von über 100 haben, sind die Sportanlagen für diese Kinder seit gestern wieder geöffnet. Und die zweite gute Nachricht im Moment für das Verbandsgebiet Württemberg, gibt es nur einen Landkreis, der diesen Wert überschreitet. Das ist der Landkreis Schwäbisch Hall. Ich komme nachher noch dazu. In allen anderen Landkreisen gilt das, was ich gesagt habe, Öffnung der Sportanlagen für die Kinder unter 15 Jahren seit gestern. Und was darf denn passieren auf dem Sportgelände? Wir dürfen dort ein Training abhalten in einer Gruppengröße von 20 Kindern unter 15 Jahren. Plus, auch die Frage hat es davor schon einige Male erreicht, plus einer angemessenen Anzahl von Trainern und Betreuern. Was heißt angemessene Anzahl? Sie sehen es auf der Grafik, das sind jetzt mal zwei Trainer dargestellt. Das ist sicherlich überhaupt gar kein Problem. Der Betreuungsbedarf hängt immer stark von der Gruppe zusammen. Sind sie jünger? Sind es vielleicht eher mehr? Haben sie vielleicht sogar eine Inklusionsmannschaft? Sind es noch mal mehr? Je älter die Kinder sind, vielleicht weniger.
Aber ich würde mit Sicherheit sagen, wenn Sie die Grenze von 3 oder 4 Trainern einhalten, ist das überhaupt kein Problem. Was nicht sein darf, ist, dass Sie eine Gruppe von 20 Kindern mit 10 Trainern oder Betreuern dann begleiten lassen. Das wäre sicherlich nicht mehr verhältnismäßig. Aber 2, 3, 4 Trainer auch noch sind sicherlich überhaupt gar kein Problem. Also das sind die wesentlichen Rahmenbedingungen für Kinder unter 15 Jahre. Inzidenz muss stabil unter 100 sein, haben wir fast überall. Gruppengröße 20 plus Trainer in angemessener Zahl. 2, 3 oder 4 Trainer ist sicherlich kein Problem. Anders sieht es aus bei den Jugendlichen und Erwachsenen ab 15 Jahren. Dort brauchen wir eine stabile Inzidenz von unter 50. Und stabil heißt über einen Zeitraum von 5 Tagen hinweg. Das macht die Anzahl der Landkreise, reduziert es deutlich. Ja. Das heißt, die Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene sind dann doch eingeschränkt. Sie sind weiter dadurch eingeschränkt, dass Sie hier auch nur eine Gruppengröße von 10 in der Corona-Verordnung finden, auch wiederum plus Trainer. Also doppelt verschärft. Zum einen der Inzidenzwert 50 muss eingehalten sein. Zum anderen eine kleinere Gruppengröße von 10 plus Trainer. Das ist die zentrale Unterscheidung. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es aber auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Zunächst, es ist überall ein kontaktarmer Trainingsbetrieb zulässig, kein Wettkampfbetrieb. Und auch das war eine häufige Frage nach unseren letzten Informationen aus dem Kultusministerium heute Nachmittag. Ist ein ganz normales Trainingsspiel, ein ganz normales Fußballspiel möglich? Ich muss auch einräumen, die ganz finale Bestätigung aus dem zuständigen Sozialministerium fehlt noch, aber die Tendenz geht dahin. Ein normales Trainingsspiel soll möglich sein. Keine Freundschaftsspiele gegen andere Vereine, aber innerhalb dieser Gruppe sehr wohl. Unzulässig sind Partnerübungen, also solche Kraftübungen, Huckepackübungen, oder auch das statische Einüben von Standardsituationen, wo man sich einfach sehr, sehr nahe kommt über einen längeren Zeitraum und relativ wenig Bewegung da ist. Also kontaktarmer Trainingsbetrieb, ja, kein Wettkampfbetrieb, keine Freundschaftsspiele und Partnerübungen, Standardsituationen einüben, alles, was sehr statisch auf engem Raum stattfindet, bitte vermeiden. Wir würden versuchen, in den nächsten Tagen uns das nochmal final bestätigen zu lassen, dass diese Trainingsspiele zulässig sind und geben dann endgültig grünes Licht, wenn dem so sein sollte. Weiterhin gilt in allen Altersklassen, dass die Umkleideräume, die Sanitäranlagen, Aufenthaltsräume, Besprechungsräume und dergleichen geschlossen bleiben müssen. Wir haben extra auch nochmal nachgefragt, ob man zumindest vielleicht gesonderte Toiletten öffnen kann. Da war jetzt die Auskunft heute Nachmittag, dass das leider auch nicht möglich ist. Das müssen wir akzeptieren. Wir wissen aus der Vergangenheit und deshalb ist es durchaus auch begründbar, dass wenn wir Infektionen hatten, die waren wirklich sehr, sehr selten im Fußball, aber dann fanden sie tatsächlich in engen Räumen statt, im Umkleideraum, in Besprechungsräumen. Und deshalb sollen diese Risikozonen quasi geschlossen bleiben und das wollen wir gerade vermeiden. Und das Land macht die entsprechende Vorgabe in der Corona-Verordnung. Eine Empfehlung, wenn Sie gerade Kindertraining planen, bitte weisen Sie die Eltern davor darauf hin, dass die Umkleideräume geschlossen sind. Das ist ja durchaus auch entscheidend dafür, welche Kleidung ich dem Kind anziehe, wenn es zum Training geht, ob ich ihm nochmal Wechselkleidung mitgebe. Und auch noch ein zweiter Tipp, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie bei Beginn und Ende sehr pünktlich sind der Trainingseinheit. Ich sage Ihnen auch, warum. Es ist doch noch kühl draußen. Und natürlich wäre es schlecht, wenn Sie sagen, die Trainingseinheit endet um 18 Uhr und dann endet sie schon um 17.30 Uhr und Ihr Kind steht bei diesen Temperaturen und möglicherweise unbeaufsichtigt dann im Freien rum und hat halt nicht die Möglichkeit, in der Kabine sich aufzuhalten. Also achten Sie auf Pünktlichkeit bei Beginn und Ende. Informieren Sie die Eltern darüber, dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, nochmal sich in Räumlichkeiten aufzuhalten. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Und was weiterhin gilt, und das kennen Sie ja leider schon aus dem ersten Lockdown und aus den ersten Öffnungsschritten, Sie brauchen weiterhin ein Hygienekonzept. Sie kennen vielleicht unser Musterhygienekonzept, das wir gemeinsam mit den Kollegen in Baden und Südbaden erarbeitet haben. Das kann man im Wesentlichen
weiter verwenden. Wir sind gerade dabei, das fortzuschreiben, es auf die neue Rechtslage anzupassen. Und im Wesentlichen, ja, brauchen Sie im Moment ja auch nur den Teil, der den Trainingsbetrieb anbelangt. Alles andere, was da drin steht, zum Spielbetrieb, zur Möglichkeit, Zuschauer zuzulassen, zu kanalisieren, all das fällt ja im Moment weg. Deshalb reduziert sich das sehr stark, dieses Hygienekonzept, auf den Trainingsbetrieb. Und schauen Sie da mal in den nächsten Tagen, wir werden die aktualisierte Fassung dort einstellen zum Download. Was Sie weiterhin auch machen müssen, auch das kennen Sie schon, Sie müssen die Teilnehmer an Ihren Trainingseinheiten dokumentieren. Das Gesetz schreibt vor, Sie müssen grundsätzlich erfassen den Vornamen, den Nachnamen, die Anschrift, ganz wichtig, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, also wann Ihre Trainingseinheit stattfindet und gegebenenfalls, soweit vorhanden, auch die Telefonnummer. In der Praxis, dass es nicht zu kompliziert wird. Es reicht sicherlich völlig aus, wenn Sie eine einfache Teilnehmerliste führen, wo alle Namen draufstehen, sodass Sie für den Fall der Fälle, wir hoffen, dass er nicht eintritt, ja problemlos dann die weiteren Daten nachliefern können, Anschrift insbesondere oder auch eine Telefonnummer. Sie kennen Ihre Teilnehmer im Training, Ihre Spielerinnen und Spieler. Deshalb braucht man es an der Stelle nicht so kompliziert und aufwendig machen, wie das beispielsweise mit Zuschauern der Fall wäre, die man ja nicht alle kennt. Also die Erfassung dieser Daten. Es gibt zahlreiche Lösungen dafür. Es gibt, um zwei Beispiele zu nennen, es gibt die App des DFB, die geeignet ist, diese Daten elektronisch zu erfassen. Es gibt die Luca-App, die zuletzt ja in den Medien eine große Rolle gespielt hat und als die favorisierte Lösung gilt. Das sind sicherlich alles technisch gute Lösungen. Ob sich die eignen für Ihren Verein, hängt sicherlich auch noch mal ganz stark von der Altersgruppe ab. Bleiben wir bei den Kindern, da haben dann vielleicht die 14-Jährigen durchaus ein Smartphone, auf dem sie diese Apps dann auch installieren können. Je weiter sie runtergehen, dann wird es wahrscheinlich weniger der Fall sein. Und dann müssen Sie irgendwann für sich die Frage beantworten, ob es Sinn macht, die Hälfte über eine App zu erfassen und die andere Hälfte über eine klassische Teilnehmerliste. Der Möglichkeit gibt es viele. Wenn Sie uns jetzt fragen, würden wir tatsächlich empfehlen, zumindest im Kinderbereich vielleicht auf die klassische Teilnehmerliste zurückzugreifen. Und Sie müssen diese Dokumentation der Teilnehmer dann mindestens, exakt 4 Wochen aufbewahren und Sie müssen sie danach vernichten und löschen. Das ist der Zeitraum, wo tatsächlich dann Infektionen auftreten könnten und aus Gründen des Datenschutzes bitte danach vernichten und nicht länger aufbewahren. Das ist so das zentrale Schaubild, wo wir nochmal versucht haben, alle wichtigsten Informationen zusammenzufassen. Das eignet sich vielleicht auch, um es Ihren Trainern an die Hand zu geben, weil man da, glaube ich, auf einen Blick relativ schnell sieht, was zu beachten ist. Der zentrale Punkt sicherlich, und da, wie gesagt, schicken wir nochmal Informationen nach, der zentrale Punkt, kontaktarmer Trainingsbetrieb, kein Wettkampfbetrieb, auf gar keinen Fall. Und kontaktarmer Trainingsbetrieb nach unserem aktuellen Verständnis auch das klassische Trainingsspiel innerhalb dieser Gruppe. Noch eine Ergänzung, aber ich glaube, der Ali Stoppel wird nachher auch nochmal dezidierter darauf eingehen. Grundsätzlich können Sie auf einem Sportplatz auch mit 2 Gruppen trainieren. Wichtig wird es sein, dass Sie diesen 2 Gruppen dann fixe Bereiche zuweisen, also beispielsweise jeweils eine Spielhälfte und dass Sie darauf achten, dass sich die Gruppen nicht durchmengen, sondern tatsächlich dann so auch getrennt bleiben. Aber so wäre es sicherlich möglich, den Sportplatz auch in der ganzen Größe parallel mit 2 Gruppen zu nutzen. Also, das sind die Rahmenbedingungen, die seit gestern jetzt in Baden-Württemberg in rechtlicher Hinsicht gelten. Ich habe es angesprochen, es wird wiederholt auf den aktuellen Inzidenzwert abgestellt. Und zwar abgestellt dafür, welche Öffnungen dann tatsächlich jeweils gegeben sind. Das Land Baden-Württemberg hat sich dafür entschieden, eine regionale Regelung zu treffen. Das machen andere Bundesländer abweichend. Das heißt, maßgeblich sind die Inzidenzzahlen im Landkreis, im Stadtkreis und nicht über das ganze Land hinweg im Durchschnitt betrachtet.
Das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, man kann eben den regionalen Gegebenheiten angepasst öffnen oder auch schließen. Das ist der große Vorteil oder große Nutzen. Der Nachteil ist sicherlich, es macht die Sache einigermaßen kompliziert in der Anwendung. Aber man muss auch sagen, hätten wir eine Regelung mit einem Durchschnittswert, läge der jetzt für Baden-Württemberg über 50 und für die Gruppe der über 15-Jährigen oder ab 15 Jahren wären derzeit dann gar keine Trainingsmöglichkeiten mehr gegeben. Und mit dieser differenzierten Lösung in Baden-Württemberg, mit der Betrachtung von Landkreisen und Stadtkreisen, gibt es diese Möglichkeit eben und die hat an der Stelle tatsächlich ihren Vorteil. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, und wie bringe ich jetzt in Erfahrung, was in meinem Landkreis derzeit gilt, ob jetzt eben zum Beispiel für Jugendliche und Erwachsene der Wert von den 50 überschritten ist oder ob wir noch drunter sind und trainieren dürfen. Ganz wichtig, Sie müssen sich kundig machen auf den jeweiligen Homepages der Stadtkreise und Landkreise. Die Stadtkreise und Landkreise sind verpflichtet durch Allgemeinverfügung jeweils zu veröffentlichen, ob diese stabile Inzidenz von zum Beispiel unter 50 erreicht wurde. Und stabil ist es eben nur dann, wenn dieser Wert 5 Tage in Folge unterschritten wurde. Ich habe es beispielhaft mal heute runtergeladen für den Landkreis Böblingen, habe auch in die Internetadresse dazu geschrieben. Und dort veröffentlicht eben der Landrat qua Allgemeinverfügung mit Datum in dem Fall vom 7. März 2021, Sie sehen es links, dass das Gesundheitsamt eben positiv feststellt, dass seit mehr als 5 Tagen in Folge diese Inzidenz von 50 unterschritten wurde, mit der Konsequenz, dass dann eben auch Jugendliche und Erwachsene, die 15 Jahre oder älter sind, in 10er-Gruppen kontaktarm trainieren dürfen. Also Ihre Aufgabe wird es sein, Sie gehen auf die Homepage Ihres Landkreises, schauen, was dort als stabiler Inzidenzwert veröffentlicht wurde. Und immer ganz wichtig, wenn sich das dann ändert, weil es beispielsweise dann doch überschritten wird und dann Einschränkungen eintreten, gelten die jeweils ab dem folgenden Tag, ab dem folgenden Kalendertag. Also das wäre jetzt mal ein positives Beispiel, Landkreis Böblingen mit relativ geringen Inzidenzzahlen und der Möglichkeit, auch bei den Jugendlichen und Erwachsenen in Kontaktarm zu trainieren. Zweites Beispiel, jetzt mal in die andere Richtung, beim Landkreis Esslingen. Dort gibt es auch eine veröffentlichte Allgemeinverfügung und die sieht eben jetzt in dem Fall leider anders aus als in Böblingen. Dort heißt es nämlich, dass der Landkreis eben feststellt, dass diese Inzidenz bei über 50 liegt. Und das hat dann eben jetzt hier die Konsequenz, dass ganz aktuell, weil ich ganz genau zu sagen, müssen wir jetzt heute nochmal nachschauen, aber es wird jetzt vermutlich auch noch so sein, dass ganz aktuell eben Jugendliche und Erwachsene, die 15 Jahre und älter sind, nicht trainieren dürfen. Ja? So. Und das dritte Beispiel, ich habe es eingangs schon angesprochen, unser Sorgenkind, der Landkreis Schwäbisch Hall. Das ist der Landkreis, der derzeit als einziger in Württemberg eine ja leider konstante, stabile Inzidenz von mehr als 100 hat. Auch das wurde veröffentlicht auf der Homepage des Landkreises. Und das eben in dem Fall sogar mit der Konsequenz, dass auch diese Öffnungen für Kinder unter 15 Jahre hier nicht gelten, weil hier diese sogenannte Notbremse, die Sie sicherlich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen haben, direkt greift. Genau genommen gab es nicht mal einen Start, sondern bevor es überhaupt losging, hat die Notbremse gegriffen. Und dort ist tatsächlich derzeit überhaupt nichts möglich. Um Ihnen das Ganze ein wenig in der Praxis zu erleichtern, damit Sie jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag auf die Homepages der Landkreise oder Stadtkreise gehen müssen, empfehle ich Ihnen, es gibt auf den Internetseiten des Landes tagesaktuelle Übersichten mit den Inzidenzwerten für alle Landkreise. Und ich mache das mal sehr praktisch, da haben Sie immer die Gesamtübersicht. Wenn Sie jetzt beispielsweise im Landkreis Rottweil leben mit einer Inzidenz derzeit von 81
5,5 ist es ja leider sicherlich nicht erforderlich, dass Sie jetzt jeden Tag reinschauen, ob jetzt eine stabile Inzidenz von unter 50 gegeben ist. Das kann man sich ausrechnen, dass das nicht der Fall ist, sondern man kann sich da täglich einen Überblick schaffen und dann, wenn man sich da so nach und nach nähert, lohnt sich eigentlich erst dann diese Allgemeinverfügungen auf den Homepages der Kreise rauszusuchen. Soweit man da weit weg ist, braucht es das sicherlich nicht. Gegenbeispiel schauen wir uns den Landkreis Ravensburg an, beispielsweise mit 49,8 derzeit. Da macht es natürlich absolut Sinn, dann mal auf der Homepage nachzuschauen, ob es denn schon eine stabile unter 50 Inzidenz ist, die eben schon mehrere Tage anhält und ob es dann diesen Öffnungsschritt für die Jugendlichen und Erwachsenen gibt. Ähnlich im Landkreis Hohenlohe. Dort ist jetzt umgekehrt leider ja die Grenze 100 in Reichweite. Wir sind da bei 90,5. Da ist es sicherlich elementar wichtig, weiter zu verfolgen, ob möglicherweise diese Grenze irgendwann gerissen wird, sodass leider dann auch bei den Kindern nicht mehr weiter trainiert werden dürfte. Eine ganz gute Quelle, einfach um es ein bisschen praktisch und anschaulich zu machen. Sie können verschiedene Messenger-Dienste beim Land Baden-Württemberg abonnieren und dann bekommen Sie ja immer am Abend, meistens um 18 Uhr, 19 Uhr, kriegen Sie genau die Zahlen, wie sie jetzt auf dem Chart draufstehen und haben dann schon mal eine grobe Orientierung. Das ist, sind ähnliche Messenger-Dienste wie WhatsApp, nur etwas sicherer und datenschutzkonformer. Kriegen Sie jeden Abend die Nachricht, da sind Sie gut orientiert. Sie können selbstverständlich auch auf die Homepage des Landes schauen. Dort sind exakt dieselben Daten. Und dann haben Sie da immer ein ganz gutes Gefühl, in welchem Bereich Sie sich da gerade befinden. Das sind so die wichtigsten Rahmenbedingungen. Wenn es da dann Fragen gibt, beantworten wir die gerne nach der kleinen Unterbrechung. Und jetzt greife ich aber noch zwei Themenblöcke auf, wo wir immer wieder feststellen, aufgrund der Nachfragen, dass es doch ein paar verbleibende Sorgen gibt und da wollen wir versuchen, Ihnen diese Sorgen dann auch ein Stück weit zu nehmen. Das ist zum einen die Frage nach den gesundheitlichen Risiken. Teilweise kam jetzt auch schon Kritik bei uns an, weil man das als unverantwortlich erachtet, diese Öffnungen. Wobei auch da möchte ich nochmal sagen, das sind Öffnungen, die der Ordnungsgeber des Land Baden-Württemberg so verfügt hat und nicht wir. Wir zeigen lediglich die Möglichkeiten auf, wie man sich rechtskonform in diesem Rahmen bewegen kann. Und trotzdem gibt es natürlich Sorgen bei Trainern, Betreuern oder auch Eltern, ob man das verantworten kann, seine Kinder unter diesen aktuellen Bedingungen mit, das ist ja sicherlich so, wieder steigenden Inzidenzen in ein Fußballtraining zu schicken. Und da will ich einfach nochmal versuchen, ein Stück weit diese Sorgen zu nehmen. Wir sind jetzt ein Jahr ungefähr nach dem Ausbruch der Pandemie, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse anbelangt und die Studienlagen anbelangt, deutlich weiter. Und zwischenzeitlich kann wirklich als gesichert angesehen werden, dass die Kontaktzeiten beim normalen Fußballspiel, und ich spreche jetzt von den relevanten Kontaktzeiten, nämlich mit einer Entfernung von unter 2 Metern, dass die doch deutlich geringer sind, als man das wahrscheinlich vermutet hätte. Man hat es untersucht, insbesondere in der Bundesliga, und kam zu dem Ergebnis, dass kumuliert über 90 Minuten, das eigentlich im Schnitt pro Spieler nur 7 Minuten sind, die man sich da so eng begegnet. Ansonsten ist ein Sportplatz eben doch ein relativ großes Feld, auf dem sich die 22 Spieler verteilen. Wenn man das sogar pärchenbezogen betrachtet, also 2 konkrete Spieler, kommt man auf ganz erstaunlich kurze Werte von 18 Sekunden. Und da sagen alle Virologen, das sind eigentlich Kontaktzeiten, die kein wirklich relevantes Infektionsrisiko bergen, sondern die sind so kurz, dass da eigentlich so gut wie nichts passieren kann. Es kommt ein zweites hinzu. Wir haben einen großen Vorteil, eine Freiluftsportart zu sein. Das heißt, die Aerosole, die ja allgemein als großer Infektionstreiber gelten, verflüchtigen sich extrem schnell. Man geht davon aus, und auch da gibt es eine sehr, sehr klare Studienlage, dass das Risiko, sich im Freien zu infizieren, ungefähr 15 bis 20 Mal geringer ist als in geschlossenen Räumen. Das ist
der Vorteil, den der Fußball gegenüber anderen, ja, insbesondere den Hallen, Mannschaftssportarten hat. Und das ist ein Umstand, der das Infektionsrisiko weiter deutlich reduziert. Und ganz aktuell, wir haben Sie darüber auch informiert, in Pressemitteilungen und Medieninformationen, gibt es eine Untersuchung der Universität des Saarlandes und der Universität Basel unter Leitung von, Sie sehen ihn rechts, Tim Meyer, unter anderem auch der Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft. Und dort wurden insgesamt 750 Fußballspiele untersucht, bei denen nachweislich infizierte Spieler mitgewirkt haben. Und es gab einen einzigen Fall, bei dem man nicht ausschließen konnte, dass es zur Infektion kam. Es war also nicht nachgewiesen, dass es zu einer Infektion kam. Man konnte es lediglich nicht ausschließen. Bei den 749 anderen Spielen konnte es tatsächlich ausgeschlossen werden, dass diese beteiligten Spieler andere Spieler angesteckt und infiziert haben. Es gibt ein Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Belgien, wo sich nachher herausgestellt hat, dass nahezu die komplette belgische U17-Nationalmannschaft positiv war. Trotzdem wurde keiner der deutschen Spieler infiziert. Und deshalb fasst das Team Meyer dann eben so zusammen, wie Sie es rechts lesen können. Zusammengefasst bedeutet dies, dass nach aktuellem Kenntnisstand beim Fußballspielen unter freiem Himmel nur eine äußerst geringe Ansteckungsgefahr besteht. Und aus diesem Grunde halten wir das unter diesen Rahmenbedingungen, wie ich sie dargestellt habe, für durchaus vertretbar, jetzt in den Trainingsbetrieb zurückzugehen. Neben den gesundheitlichen Risiken, da kenne ich mich nur bedingt aus, beschäftigen Sie auch immer mal wieder die rechtlichen Risiken, gerade für Trainer und Betreuer. Da kenne ich mich jetzt ein wenig besser aus. Aber auch da kann ich Ihnen, glaube ich, die Sorgen und die Ängste tatsächlich nehmen. Was man einräumen muss, wenn Sie sich die Corona-Verordnung anschauen, dort gibt es Tatbestände der Ordnungswidrigkeit. Das heißt, diejenigen, die verantwortlich eine Trainingseinheit durchführen und, ich nenne jetzt mal zwei Beispiele, die Gruppengrößen nicht beachten, sondern einfach auch mit größeren Gruppen als diesen 10 oder 20 trainieren, oder die dann eben doch Partnerübungen durchführen, bei denen man sich sehr, sehr nahe kommt. Also wer diese Dinge missachtet, macht sich möglicherweise einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Ich betone, das ist keine Straftat, es ist eine Normenhierarchie, also drunter. Es ist eine Ordnungswidrigkeit, das durchaus, da kann es ein Bußgeld geben. Da hat aber die Behörde, die dieses Bußgeld festsetzen müsste, ein relativ weites Ermessen. Und da wäre ich mir sehr sicher, dass kleinere Nachlässigkeiten dort nicht dazu führen, dass Trainer oder Betreuer mit einem Bußgeld belegt werden. Es gibt dann noch so eine zweite Angst, von der ich immer mal wieder höre. Das ist die Frage, hafte ich denn dann zivilrechtlich, wenn sich ein Spieler bei mir im Training dann infiziert, also zu Schaden kommt, kann ich dann da zur Kasse gebeten werden, um ihm den sogenannten materiellen Schaden zu ersetzen? Und auch da würde ich sagen, das rechtliche Risiko liegt nahe Null. Warum? Damit man zu so einem Anspruch käme, müssten mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, und zwar auch wieder kumulativ. Zunächst müsste man tatsächlich nachweisen können, dass sich erstens der Spieler in dieser Trainingseinheit infiziert hat und zweitens, dass er sich gerade deshalb infiziert hat, weil sie bestimmte Vorgaben nicht eingehalten haben. Dann muss ein weiteres hinzukommen, man müsste ihnen vorwerfen können, dass sie grob fahrlässig gehandelt haben. Und grob fahrlässig heißt nicht irgendeine Nachlässigkeit, weil sie den letzten Halbsatz in der Corona-Verordnung übersehen haben, sondern wenn sie völlig naheliegende Erwägungen nicht angestellt haben, das, was absolut auf der Hand liegt und was jedem sofort einleuchtet, wenn sie das vernachlässigen, dann ist es theoretisch denkbar und eben auch dieser Ursächlichkeitsnachweis geführt wird, dann ist es rein theoretisch denkbar, dass sie dann zivilrechtlich in Haftung genommen werden. Die Wahrscheinlichkeit halte ich in der Praxis für nahe Null. Mir wäre auch aus dem ersten Lockdown kein einziger solcher Fall bekannt, sodass zusammengefasst wir Ihnen wahrscheinlich sowohl die medizinischen Sorgen und die Ängste vor einer Infektion nehmen können, als auch die Sorge, dort rechtlich in irgendeiner Art und Weise zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das sehr kompakt die Rahmenbedingungen, unter denen wir seit dem 8.3. jetzt seit gestern wieder in den
Trainingsbetrieb zurück können. Ich habe es eingangs mit Blick auf das erste Schaubild erwähnt. Wir blicken natürlich ein Stück weit Richtung Öffnungsschritte 4 und 5, die uns dann auch irgendwann die Rückkehr in den Spielbetrieb ermöglichen. Aus Sicht des Verbandes ist es jetzt aber im ersten Schritt wichtig, dass wir die Kinder wieder auf den Platz bekommen, dass die nicht die Lust auf Fußballspielen verlieren, dass die den Kontakt zu den Vereinen behalten. Die Frage, wie wir unsere Wettbewerbe zu Ende führen, ob wir sie zu Ende führen können, ist aus unserer Sicht derzeit nachrangig. Wir wollen versuchen, gemeinsam diese Vorgaben einzuhalten, um dann auch in die nächsten Phasen zu kommen und nicht einen Rückschlag zu erleiden mit steigenden Inzidenzen, weil über allem schlägt immer diese Notbremse, die uns dann auch zurückwerfen kann. Das wäre der erste Teil. Wir verfahren jetzt so, wie es der Florian vorhin angekündigt hat. Wir machen eine kleine Umbaupause. In der Zeit haben Sie nochmal die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Ich beobachte immer aus dem Augenwinkel, dass da auch schon fleißig beantwortet wird. Und wenn es dort ein paar Fragen gibt, die aus unserer Sicht zentral wichtig sind oder die sich auch mehrere Teilnehmer stellen, dann würden wir die in sehr genau, ich schaue auf die Uhr, auf meine Uhr, es ist jetzt 19.35 Uhr, so circa 19.40 Uhr, würden wir dann zurückkommen und dann würden wir Ihre Fragen aufgreifen. Und der Ali Stoppel zeigt Ihnen dann im zweiten Teil, wie das, was wir Ihnen jetzt an Rahmenbedingungen vorgestellt haben, in die Praxis dann auch sinnvoll umgesetzt werden kann. Bis dahin, vielen Dank. So, wir sind pünktlich zurück um 19.40 Uhr. Wir haben die Zeit genutzt und haben jetzt nochmal die Fragen ein Stück weit ausgewertet. Wir haben fast 2000 Teilnehmer heute Abend bei unserem Infoabend und von diesen fast 2000 Teilnehmern kamen jetzt auch weit über 300 Fragen. Das macht es nicht ganz einfach, dort die wichtigen Fragen sich herauszusuchen und auch live zu beantworten. Deshalb schon vorweg, wir haben ein umfangreiches FAQ-Papier, das Sie bei uns auf der Homepage downloaden können und da sind sicherlich viele Fragen beantwortet. Wir werden das auch fortschreiben und ergänzen und bitte jetzt schon um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen heute live beantworten können. Aber der Florian hat so die drei, vier wichtigsten Fragen mal rausgesucht und die versuchen ihn direkt jetzt zu beantworten. Ja, Frank, es gab sehr viele Fragen nochmal um die bayerischen Vereine. Also was gilt denn nun? Gilt dann bayerisches Recht? Gilt württembergisches Recht? Wie sieht es da aus? Kannst du da eine Antwort geben? Für die bayerischen Vereine kann man diese Frage sehr klar beantworten. Wenn sich hier Sportgelände auf dem Gebiet des Freistaats Bayern befindet, gilt selbstverständlich auch das bayerische Landesrecht. Das heißt, Sie müssten sich tatsächlich dort kundig machen, was in der Infektionsschutzverordnung, wie sie dort heißt, geregelt ist. Nach meiner Kenntnis, aber ich würde Sie bitten, das nochmal abzuklären, nach meiner Kenntnis ist tatsächlich in Bayern ausschließlich kontaktfreier Sport zulässig. Also nicht die Regelung bei uns kontaktarm, die nach unserem Verständnis großzügiger auszulegen ist, sondern nur kontaktfreier Sport. Und es gilt ausschließlich die Infektionsschutzverordnung des Freistaats Bayern. Daran anknüpfen noch eine Frage, wie sieht es denn aus mit Spielern aus der Mannschaft, die vielleicht aus dem Nachbarlandkreis kommen, wo die Inzidenz dann zum Beispiel über 100 liegt, dürfen die am Training teilnehmen? Ja, die Begründung ist ähnlich wie bei der Frage zuvor. Maßgeblich ist immer das Recht des Landkreises oder des Bundeslandes, wo das Training stattfinden soll, also der Sitz des Sportgeländes. Und es ist kein Problem oder es wäre zulässig, wenn beispielsweise Spieler aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, ich habe ihn gerade als unser Sorgenkind genannt, mit einer Inzidenz über 100, wenn diese Spieler in einem angrenzenden Landkreis an einem Training teilnehmen, so wäre das nach staatlichem Recht völlig unproblematisch. Die Landkreise dürfen selbstverständlich verlassen werden und es darf dann in einem Landkreis mit einer niedrigeren Inzidenz auch Sport getrieben werden. Auch noch mal eine anknüpfende Frage. Viele bewegt natürlich die Frage des Spielbetriebs. Ist es denn jetzt nicht unfair oder ungerecht, wenn dann vielleicht in dem einen Bezirk, einen Landkreis trainiert werden kann und im anderen noch nicht? Und dann in Bezug eben auf den Spielbetrieb und zum Beispiel die überbezirklichen Ligen. Wie siehst du das? Also wir haben es ja ganz zu Beginn angesprochen, die Lösung, die Baden-Württemberg wählt, nämlich regional Entscheidungen zu treffen, bezogen auf den Kreis,
hat Vor- und Nachteile. Jetzt wird ein Nachteil angesprochen, nämlich, dass ich beispielsweise in einer Verbandsliga, weiß ich nicht, haben wir in der Verbandsliga in Schwäbisch Hall aktuell halt nicht trainiert werden kann, und in anderen kann bereits trainiert werden, deshalb fällt es auseinander. Aber, und so haben wir das ja auch bereits veröffentlicht, wir werden den Spielbetrieb nicht beginnen, bevor nicht alle Mannschaften eine angemessene Vorbereitungszeit hatten. Das heißt, wir müssen uns da ganz stark natürlich auch an denen orientieren, die möglicherweise erst später in den Spielbetrieb einsteigen können. Und dass es dann am Schluss immer noch auseinandergehen wird, ja, das wird so sein. Da ist aber die ehrliche Antwort, in Zeiten einer Pandemie wird es uns nicht gelingen, eine komplette Gleichheit da zu erreichen, weil wir eben jetzt dieses baden-württembergische Modell mit den regionalen Entscheidungen haben. Und noch eine letzte Frage, die auch ganz oft nochmal kam, nochmal bitte das Kontaktarm nochmal vielleicht formulieren und auch nochmal die Frage, wie konkret können wir das jetzt heute beantworten, was wird vielleicht noch nachgeschoben? Nochmal die klare Aussage unsererseits dazu. Wir gehen davon aus, dass ein normales Fußballspiel kontaktarme Sportausübung darstellt. Zu dieser Erkenntnis kommen wir über diese Studien, die ich Ihnen vorhin auch vorgestellt habe. Die Kontaktzeiten sind eben sehr, sehr kurz. Und wir haben aus dem Kultusministerium auch die Bestätigung, dass es dort auch so gesehen wird. Allerdings steht die Bestätigung des Sozialministeriums, des zuständigen Gesundheitsministeriums, die Bestätigung steht noch aus, aber Stand heute ist das die Haltung, die wir dazu haben. Und sobald wir final eine Rückmeldung aus dem Sozialministerium haben, informieren wir Sie darüber. Umgekehrt nochmal, sicherlich nicht kontaktlos sind die genannten Partnerübungen, Kräftigungsübungen, was man mit sehr, sehr engem Körperkontakt macht, sind Freistoßübungen, wo jetzt eine 5-Mann-Mauer über 10 Minuten beieinander steht, Sinnhaftigkeit mal außen vor. Also das sind natürlich alles keine Formen der kontaktarmen Sportausübung, nach unserem heutigen Verständnis sehr wohl das normale Fußballspiel. Okay, vielen Dank, Frank. Wie schon erwähnt, der Chat ist voll. Wir werden heute nicht alle einzeln beantworten können, werden aber Fragen rauspicken, die oft genannt sind und auch nochmal veröffentlichen und auch öffentlich beantworten. Vielen Dank, Frank, für deine Ausführungen. Und jetzt würden wir übergeben an Ali Stoppe. Ja. Hallo, ich grüße euch. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen auf den Platz gehen. Die Kinder dürfen wieder kicken und jetzt wollen wir uns anschauen, wie das gelingen kann mit den Vorgaben. Anfangen möchte ich aber bei den Älteren. Wenn wir uns da vorstellen, auch die dürfen bei einer Inzidenz unter 50 auf den Platz gehen, dann kann das natürlich so aussehen, dass wir auf jeden Fall unsere altbekannten Regeln einhalten müssen. Also Abstand und Hygiene steht immer an oberster Stelle. Abklatschen und enge Umarmungen, solche Dinge, die gehen einfach nicht. Ja. Auch unsere Ansprachen, die machen wir aus der Distanz, 2 Meter zurück als Trainer und dann können wir die Ansprache halten. Es sind 10er-Gruppen erlaubt und die können auf dem Platz. Und das heißt für uns, wir können auf einer Platzhälfte 10 Jugendliche oder Erwachsene Fußball spielen lassen. Ganz einfach. Die gehen auf ihre Platzhälfte zu einem Eingang hinein und gehen zu einem Ausgang wieder raus, sodass mit den nächsten Gruppen kein Kontakt entsteht, keine Überschneidung entsteht. Aber auf dem Platz, Stand jetzt, können die 5 gegen 5 Fußball spielen. Und warum nicht? Dann mal wieder unser altes Höfles, Witz, Können, Auspacken und einfach kicken. Ja. Ich denke, die Jugendlichen lechzen danach. Die wollen raus und Fußball spielen. Wenn wir die Grenzen einhalten, die Regeln einhalten, dann sehe auch ich da kein Problem. Das wird Spaß machen, das wird Freude machen. Ich möchte ein bisschen genauer hinschauen beim Training der Jüngeren. Die haben ja das große Los gezogen, die dürfen wieder wirklich miteinander richtig kicken. Ich hole mir da Rat von unserem Professor Schmidt, der war auch beim Kinderfußballkongress im Dezember bei uns hier in Stuttgart und der legt Wert darauf, dass freies Kicken stattfindet.
dass variable Trainingsformate stattfinden, dass viel Bewegung herrscht. Ein Kind sollte eigentlich 45 Minuten am Tag sich bewegen, ins Schwitzen kommen. Das müssen wir im Sport auf jeden Fall gewährleisten. Und das Augenmerk, das habt ihr bestimmt zu Hause gemerkt jetzt in Homeoffice-Zeiten mit euren Kindern, das Augenmerk am Fußball liegt auch darin, dass die Kinder kommen, um soziale Anerkennung zu erhalten. Die wollen erwachsen werden, die wollen zeigen, was sie drauf haben, die wollen mitspielen können. Ja. Also das Miteinander spielen, das spielt eine ganz große Rolle. Und da wollen wir doch drauf eingehen. Ich habe jetzt mal beispielhaft einfach so ein Trainer-Team-Stationenaufbau rausgezogen und den aber ein bisschen intensiver gemacht, sodass wirklich Bewegung herrscht im Training. Das Ganze kann so aussehen, dass wir drei Gruppen einteilen. Die Kinder kommen umgezogen, pünktlich, wie es der Frank vorhin gesagt hat, sodass sie gleich in ihre Spielzone, in ihr Spielfeld können. Der Trainer teilt auch gleich ein, wo die Kinder hin sollen. Dann gibt es eine kurze Begrüßung, Begrüßungsritual aus der Ferne, da können wir Rhythmusklatschen machen. Und dann geht es aber auch los. Das heißt, die Kinder sollten auf dem Spielfeld eigentlich gleich Beschäftigung finden. Der alte Tipp kommt da wieder, jedem Kind einen Ball. Ja, und dann kann es losgehen. Optional, wie bei den Älteren auch, können wir schon den Sportplatz so nutzen, dass wir auf der zweiten Spielfeldhälfte auch nochmal eine Trainingsgruppe trainieren lassen. Also ihr seht dann schon, wir haben drei Stationen hier, A, sechs Kinder, dann wären wir bei 18, vielleicht kommen noch zwei mehr, also 20 kriegen wir da locker unter. Und zwei Trainer können da in den Korridoren zwischen den Spielfeldern agieren. Ein dritter Trainer kann da ruhig auch mit dabei sein, vor allem bei den Jüngeren, um die Kinder tatsächlich richtig zu betreuen. Dann geht's los. Ja. Spielen. Spielen steht im Vordergrund. Die Kinder kommen ja jetzt und die sind heiß. Die wollen sich austoben, die wollen sich bewegen. Die haben jetzt wirklich lange nichts machen dürfen. Und da müssen wir auch loslegen. Also wenn wir mit einer kurzen Ballgewöhnung anfangen, jedes Kind einen Ball und dann ein Fangspiel gleich dranhängen, ein kleines Spiel dranhängen. Wir haben jetzt bei den letzten Pilotspieltagen Seilfange gemacht. Da haben wir statt Schwänzchen mit dem Leibchen wie üblich einfach Seile genommen. Die sind ein bisschen länger, dann ist auch da ein Abstand gewährleistet. Und schon kann ich ein Fangspiel machen. Und ich bringe gleich richtig Bewegung rein. Die kommen gleich ins Schwitzen. Kann auch eine kleine Übungsphase dann anschließen lassen. Und da müssen wir uns schon in unsere Kinder auch einversetzen. Da denke ich, da fordern wir unsere Kinder heraus, dass sie mal zeigen, was sie zu Hause im Zimmer, im Garten für Tricks geübt haben. Ja, also einfach mal fragen, zeig mal, welchen Trick kannst du denn? Und vielleicht auch mal von anderen Kindern dann die Tricks austauschen lassen, vormachen, nachmachen lassen. Und so eine kleine Technik. Einheit nach dem ersten wilden Spielen einstreuen. Und dann geht es in das richtige Spielen. Dann geht es zum Kicken. Die müssen kicken, die wollen kicken. Ja, und die drei Zonen, die können wir gleich so aufbauen, dass wir da Triple, Pass und Schusstore jeweils in ein Feld bringen und dann in den Feldern kicken lassen können. Also haben wir hier zum Beispiel das Trippelfeld, wo es einfach gilt, über Hütchen, Linien zu kommen, um dadurch ein Tor zu erzielen. Also ein ganz einfacher Aufbau, da braucht er keine Tore. Dann haben wir ein Passspielfeld für die zweite Gruppe. Das kennen wir jetzt mittlerweile unter dem Namen Funinho. Ja, einfach ein Vier-Tore-Spiel. Und dann mit sauberem Abspiel und Tor erzielen werden kann. Und natürlich das dritte, das wäre dann das Torschussspiel. Also einfach zwei Jugendtore rein
und dann wird gekickt. Ihr seht hier jetzt beispielhaft, die spielen 4 gegen 4, das geht aber auch in 3 gegen 3. Das letzte Kind darf die Hand benutzen und dann wird einfach gekickt. Eine kurze Pause, ein Felderwechsel und dann spielen die Kinder im neuen Spielfeld mit neuer Herausforderung. Ja, wir gehen einfach zur nächsten Aufgabe. Die, die im Dribbelfeld waren, gehen zu den Passtoren und so weiter. Nach dem zweiten Spiel, nach der zweiten Kickphase, können wir auch wieder einen kurzen Break machen und vielleicht die Kinder auch mal koordinativ herausfordern. Ja, und dann kommt ihr auch mal ins Spiel und zeigt vielleicht was vor, was die Kinder probieren sollen, was sie nachmachen sollen. Ja, werf den Ball hoch, dreh dich und fang den Ball wieder. Spiel den Ball mit dem Fuß hoch, dreh dich einmal im Kreis und versuch aus der Luft anzunehmen. Solche Geschichten können wir da schon reinbringen, dass wir einfach wieder Ballarbeit machen im koordinativen Aspekt. Also bekannte Übungen, bekannte Technikaufgaben machen und die vielleicht mit einer kleinen Finesse anreichern, die Herausforderung erhöhen. Und was kommt zum Schluss? Natürlich wird wieder gekickt. Also, wir gehen wieder ein Feld weiter und dann können wir jetzt auf die Torschusstore spielen. Oder wer da schon war, geht ins Dribbelspielfeld. Und so haben wir gekickt, gekickt, gekickt und haben doch die Technik verfeinert. Das Freilaufen, das Anbieten verfeinert und den Torabschluss verfeinert. Alles drin, alles was Laune macht, viel Bewegung, ja, und viel miteinander spielen. Und dann muss leider schon wieder Schluss sein. Ihr könnt vielleicht auch mal genau hinschauen, wie die Kinder die Belastung mitgenommen haben. Allgemein empfehle ich eine kurze Reflexionsphase nach dem Training. Wir wollen ja nicht in Kontakt treten, also wirklich kurz halten und die Ansprache wieder auf Abstand. Aber fragt doch mal nach bei den Kindern. War es anstrengend? Habt ihr noch was drauf oder war die Pause zu lang? Müssen wir noch mehr trainieren? Endlich, jetzt wieder. Und was ist denn gelungen? Was klappt denn noch? Könnt ihr noch eure Tricks wie früher? Ja, also ruhig mal ein bisschen nachfragen und die Kinder ein bisschen aushorchen. Und dann im Abschlussritual Schluss machen und die Kinder verabschieden und die gehen dann eben halt direkt nach Hause. Die halten sich nicht mehr rund ums Sportgelände auf, sondern die müssen halt den Abstand dann wieder wahren und nach Hause. Die Trainer haben einfach noch die Aufgabe, das Ganze abzubauen und vor allem die Teilnahme, die Teilnehmer zu protokollieren. Ihr habt in der Regel, denke ich, eure Spielerlisten, also die Teilnehmer protokollieren, sehe ich nicht als großes Problem. Was ihr jetzt hier noch machen könnt tatsächlich, wenn wir drei Gruppen bilden, das habe ich schon jetzt ein paar Mal gehört, in der Grundschule, da versuchen die Klassen zusammenzubleiben und nicht durchzumischen. Vielleicht, ihr kennt eure Spieler, eure Kinder, vielleicht kriegt ihr es hin und könnt auch da die drei Gruppen so gestalten, dass da Mitschüler, Klassenkameraden beieinander sind. Ich weiß, es gelingt nicht immer und das ist manchmal sehr schwierig, aber vielleicht kriegt ihr es hin, sodass sie wirklich in ihrer einzelnen Gruppe sind und wenn dann irgendwo ein Fall auftritt, dass wir dann nur die einzelne Sechsergruppe in Quarantäne schicken müssen. Ja, das wäre das Schlimmste, was passiert, aber dann haben wir es vielleicht da wieder angeschränkt. Auf jeden Fall, denke ich, wird es Zeit, dass es losgeht. Super geholt! Jo!
Zum Abschluss, ganz allgemein, ob wir jetzt bei den Älteren sind, die im 5 gegen 5 kicken können oder auch da kleinere, feinere Spielformen machen können, oder ob wir bei den Jüngeren sind, die da vielleicht in kleineren Gruppen noch agieren. Ihr wisst alle, kleine Gruppen sorgen für intensives Spielen. Egal, es gibt ein paar To-Dos für uns jetzt als Trainer. Zunächst mal müssen wir im Verein uns einfach absprechen, wer trainiert wann. Die Platzbelegung ist mit Sicherheit nicht die, die ihr im Herbst hattet. Wir brauchen jetzt vielleicht einen neuen Plan, wer kann wann auf dem Platz. Vielleicht kann auch ein Trainer von euch schon um 14 Uhr da die Kinder auch schon einladen. Jetzt haben wir ja andere Arbeitswelten, vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten. Ich empfehle weiterhin immer noch die Rücksprache mit der Gemeinde. Ja, wir wollen trainieren, so wie es die Verordnung sagt. Und holt euch praktisch den Daumen von der Gemeinde ab. Und dann müsst ihr die Eltern und die Spieler, Spielerinnen einweisen, einladen und einweisen. Die Regeln müssen wieder klar sein, die Zeitpläne müssen klar sein, die Abläufe müssen klar sein. Ihr als Trainer müsst einfach den Aufbau organisieren und dann unsere Spieler in Empfang nehmen. Umarmen können wir sie nicht, aber herzlich empfangen können wir sie trotzdem. Die Spieler empfangen, endlich wieder begrüßen. Und dann möglichst gleich den Feldern zuweisen und vor allem die Kleinsten gleich in Bewegung bringen. Die müssen gleich loslegen dürfen. Sonst stehen sie beieinander oder laufen sich womöglich. Also da müssen wir gleich dafür sorgen, dass sie einen Ball haben und dass sie loslegen können. Mit der Belastung, da schauen wir genauer hin. Ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Kind jetzt einfach sich doch wieder mehr anstrengen muss, bis es wieder in Normalform kommt. Vielleicht braucht es die eine oder andere kleine Trinkpause mehr. Trinkpause, das macht er wie letzten Sommer auch. Die Kinder sollen ihren Platz für ihre Trinkflasche am Rand fest haben und da gehen sie dann immer hin. Ja, also jedes Kind hat einen Trinkplatz. Und dann zum Abschluss, denkt einfach dran, dass es um die Freude geht, die Freude am Spielen. Wir dürfen endlich wieder spielen, wir dürfen miteinander kicken auf dem Platz. Das steht im Mittelpunkt. Wir können trainieren und ausgefeilte Formen uns dann nach und nach wieder einfallen lassen. Aber im ersten Schritt, denke ich, wollen wir doch alle einfach wieder kicken, wieder raus und loslegen. Und ich wünsche euch dann viel Freude dabei. Lasst es krachen mit euren Kleinen. Dankeschön. So, vielen Dank, Ali, für die vielen wertvollen Tipps, wie man all das, was ich im ersten Teil vorgestellt habe, jetzt in der Praxis auch sinnvoll so umsetzen kann, dass vor allem die Kinder wieder Spaß am Fußballspielen haben. Denn das, ich möchte es hier zum Schluss nochmal sagen, war doch unsere größte Sorge eigentlich, dass die Kinder über die viele Monate hinweg des Lockdowns die Lust am Fußballspielen verlieren. Die haben in dieser Woche vielleicht auch verfolgt. Es gab eine Umfrage, die der DFB durchgeführt hat, bei den Spielern, Trainern, Betreuern, Ehrenamtlichen, wie stark denn der Wunsch ist, wieder auf den Platz zurückzukehren oder umgekehrt gefragt, ob sich Einzelne mit Abwanderungsgedanken tragen und sich überlegen, den Fußball in den Rücken zu kehren. Wir haben die große Hoffnung, dass mit dem ersten Schritt solchen Tendenzen entgegengewirkt werden kann und vielleicht, wenn wir es gut machen und wenn Sie es in den Vereinen gut machen, schaffen wir es sogar, dass der gegenteilige Effekt eintritt und dass die Kinder vielleicht mit noch größerer Begeisterung wieder zurück auf den Platz kommen. Ich klicke auf die Uhr. Wir haben kurz nach 20 Uhr, wir haben uns vorgenommen, die Veranstaltung in einer Stunde durchzuführen, sowie eine Spielhälfte und eine Halbzeit anschließend. Das ist uns ziemlich genau gelungen. Nach wie vor ist es so, dass wir Hunderte, ich glaube, wir waren jetzt über 500, Fragen im Chat hatten. Sie haben es vielleicht beobachtet. Wir bemühen uns nach Kräften, die zu beantworten. Wir werden das jetzt auch noch im Nachgang der Veranstaltung tun. Also wenn Sie noch
eine Weile online bleiben, besteht durchaus die Chance, dass Sie Ihre Frage direkt beantworten. Ansonsten einfach regelmäßig bei uns auf der Homepage reinschauen, das FAQ-Papier runterladen, sich um das neue Hygienekonzept bemühen und dann kann es losgehen. Das war es von unserer Seite. Ich bedanke mich nochmal bei den Kollegen und Mitarbeitern, die den Abend heute gemeinsam mit mir gestaltet haben. Das war vor allem der Florian Frenz, der das Ganze konzipiert hat und organisiert hat, der Ali Stoppel, der den sportlichen Bereich gemacht hat und die Anna Westhaler, die fleißig Fragen beantwortet hat. Wenn Sie in den nächsten Tagen noch Fragen haben, rufen Sie an bei uns, schicken Sie uns Mails. Wir versuchen Sie so gut wie möglich zu unterstützen und Ihnen da eine Hilfe zu sein auf dem Weg zurück auf den Platz. Vielen Dank und einen schönen Abend.